Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroad hier aus TV Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in der letzten Folge hier ein schnelleres Gleis hingelegt. Das sieht man, wenn man da drauf klickt, dass das hier schon ein bisschen schneller ist. Das hier unten ist auch schon schneller. Da könnten wir dann auch schon einen neuen Vertrag dann mal annehmen. Wir gucken gerade mal in den Verträgen nach. Aktive Verträge, da sind nämlich angenommen aktiv. Oh, da ist noch einer aktiv, da kommt noch ein Zug. Okay, gut, dann ist da noch ein Zug da. So, wir haben jetzt hier oben die S1704, die möchte gerne nach Charlottenburg Gleis 2. Das heißt, die Tour können wir freigeben, dann kann sie da durchfahren und kommt am gewünschten Ort an. So, das ist die S-Bahn, die fährt gerade raus, die ist dann gleich fertig. Die, da haben wir aber auch schon den Bonus von bekommen. Das heißt, da kann uns leider Gottes jetzt nichts Positives mehr mit passieren. Die fährt einfach raus und dann war's das. Es könnte sein, dass das der letzte Zug ist für diese Strecke. Das ist der einzige Vorteil. Ah ne, den kriegen wir doch noch. Oh, Entschuldigung. Ach, das ist der, den man neu haben? Könnte sein, dass das denn der neue ist. Aber okay, der hat auf jeden Fall 4.900 eingebracht. Das war schon mal ganz okay. So, der fährt jetzt hier oben durch. Zack, zack. Und kommt dann da unten an. Wir können ganz kurz mal hier bei dem Zug in den Vertrag schauen. Steht hier eigentlich drinne? Ne, da steht jetzt nicht mehr drinne, wie oft er kommt, ne? Sehe ich das hier in meinen Verträgen? Wie hoch seine Wiederholung ist? Ne, sehe ich auch nicht. Kann ich den anklicken hier? Dann sehe ich auch nur das. Ne, sehe ich nicht die Wiederholung drinne. Na gut, egal. Aber die kann man sich ja rausgucken. So. Der will jetzt hier auf Gleis 2 ankommen, beziehungsweise gleich auf Gleis 3 dann wieder da oben, wenn er denn hier von Charlottenburg los ist. So, hier haben wir die S730 irgendwas. Der kommt von Rutleben, also von hier dahin. So, den müssen wir hier mal wenden. Gleich wieder freigeben, kann er abfahren. So, ja, wir gucken mal, ob wir einen schönen Güterverkehr nochmal haben, der richtig viel Geld bringt und der einfach irgendwo rumparken kann. Vielleicht können wir den sogar denn. Obwohl, eigentlich haben wir da keinen für, ne? Aber Gesundbrunnen, Heerstraße, Gesundbrunnen. Das wir quasi hier unten wieder. Das lehnen wir erstmal ab. So, hier mit Güterzug. Erwartet durchschnittlich 17 Gesundbrunnen. Da wird er am Stutz am Ende parken und da wird uns hier ganz schön was zuparken. Das machen wir auch erstmal nicht. Nahverkehrszug, Gesundbrunnen, Heerstraße, Wannsee. Wir haben Wannsee noch nicht. Wannsee ist hier hinterm Gesundbrunnen, also eine Durchfahrt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das könnte sogar funktionieren. Hier hätten wir Gesundbrunnen. Oh, Gesundbrunnen Hauptbahnhof. Oh, da könnte man hier oben drüber fahren und könnte hier durchfahren. Man könnte auch da durchfahren. Ne? Also im Hauptbahnhof kommt zu vielen Sachen, aber das will ich jetzt auch erstmal nicht machen. Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen. Ja, da müsste jetzt das hier der letzte Zug gewesen sein von dem Vertrag. Aber der bringt kaum Geld, ne? Das ist ja nichts, was wir da kriegen. Nee, den nehmen wir ab. Den auch. Gut, dann nicht. So, hier müsste einer erfüllt sein. Dann können wir den jetzt auch den Vertrag ablehnen. Das kostet jetzt keine Strafe mehr. Dann ist er erstmal raus. Haben wir einen Vertrag wieder erfüllt. Sehr gut. Also, Gesundbrunnen, Charlottenburg. Die Strecke ist jetzt quasi frei. Wenn wir da einen schönen Vertrag bekommen, den wir dann nutzen können, dann würden wir das machen. Ich werde erstmal das Gleis quasi noch upgraden auf dem Stück. Einfach, damit wir hier die Geschwindigkeit erreichen können dann auch. Falls wir hier jetzt so ein 78 km/h Ding oder sowas kriegen, dass wir da sehr viel Geld mitmachen können. So. Gut, wo haben wir den nächsten Zug? Der nächste Zug kommt hier, das ist die S7374. Rutleben 15.13 Uhr. Rutleben 3, da kommt er gleich angefahren. So, komm, machen wir die Zeit ein bisschen schneller. So, hier kommt er angefahren, Strecke können wir freigeben. Wir können hier natürlich dann, zack, ja genau, also theoretisch müssten wir hier noch ein Signal davor machen. Und von der Richtung hier ein Signal davor. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Y-Struktur denn nochmal nach oben will oder ob ich das nur über ein Gleis ziehe. Das ist mir auch noch nicht ganz geheuer, die ganze Sache. So, und dann haben wir hier nochmal die S-Bahn. Die will dann auch nach Charlottenburg 3 von Rutleben aus. Also auch einfach nur geradeaus durch. Gut, okay. Dann lassen wir den mal abfahren hier. Der kann schon mal los. Gesundbrunnen, da kommt erstmal keiner. Charlottenburg, da kommt der Zug an. Charlottenburg ist momentan bloß ein Zielbahnhof, ne? Kein Startbahnhof. Moment, wir haben jetzt hier nochmal was. Rutleben, Charlottenburg, Gesundbrunnen.
Das ist natürlich auch eine schöne Strecke. Und hier haben wir Nahverkehrszug 1000 oder Gesundbrunnen Charlottenburg. Der bringt halt nichts, ne? Das ist genau der, den wir da schon hatten hier. Nee, den nehmen wir ab. Und 2000 bringt mir auch nicht so viel. Aber mal gucken, dass wir da ordentlich was bekommen. So, dann können wir hier mal kurz drauf gehen. Wenden bitte. Und Strecke freigeben. Kann er wieder zurückfahren. In der Zwischenzeit müsste jetzt sich hier ein Zug, glaube ich. Nee, der kommt erst zurück und dann kommt der an. Okay, die treffen sich hier gleich. Aber der müsste dann auch durch sein. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier ein paar gute Verträge kriegen. Gesundbrunnen, Heerstraße, Gesundbrunnen. Okay. Also hier ist der nächste Zug, der kommt da. Oh, den würde ich später annehmen. Gesundbrunnen, Heerstraße, Gesundbrunnen ist der gleiche mit weniger Geschwindigkeit, aber auch wesentlich weniger Geld. Nee, dann lehnen wir den erstmal ab. Aber den machen wir dann, wenn der Zug durch ist. Ja. So, wie lange ist denn unterwegs? Gesundbrunnen und wann kommt der denn wieder? Genau, dann werden wir den nämlich um 16 Uhr, werden wir den hier reinnehmen. Und wenn der dann auch jede Stunde kommt, dann ist der um 17 Uhr wieder da. Und der kommt ja erst um 15.30 Uhr. Und die ganze Fahrt dauert ungefähr 25 Minuten hier. Also mit Ankunft und Abfahrt. Und dann ist das ganz gut. Dann können wir das nämlich auf dem Gleis noch machen. Okay, gut. So, ist der jetzt auch fertig? Ach nee, hier kommt jetzt der andere angefahren, ne? Momenten. Geht alles gut? Okay. Kann ich freigeben? Kann ich freigeben. Genau. So. Was haben wir da jetzt noch für einen gekriegt? Ein Güterzug, der in Rudleben dumm rumsteht eine ganze Weile. Er fährt Gesundbrunnen, Heerstraße nach Rotleben, 16.15 Uhr. Nee, kann ich nicht machen, weil in der Heerstraße der Zug dann einfährt zwischendurch. Und das kann er dann nicht. Da müssen wir mal gucken, ob der nochmal kommt. Rotleben, Heerstraße, Rotleben. Wäre von hier über dahin nach dorthin. Das könnte man sich noch überlegen. Bringt aber nicht viel Geld. 2000. Naja, wir müssen gucken, wie das generell mit den Verträgen ist. Aktuell habe ich nicht allzu viele, glaube ich, aktiv. Ne? Der ist auch erfüllt. Ja. Okay, da müssen wir wirklich dann mal gucken, dass wir da noch ein paar Verträge annehmen können. So, der läuft hier durch. Und macht erstmal seinen Dienst. Da beim Gesundbrunnen kann ich das Fenster eigentlich verschieben? Nee, ich kann es nicht verschieben. Ist einfach mittig drin, ne? Der kommt ja dann gleich angefahren. Halt, dem müssen wir sagen, wenn denn. Und dann kannst du zurückfahren. Und dann gibt es da auch nochmal Geld und einen Punkt. Wichtig, also momentan ist Geld wichtig, ne? Und in der letzten Folge haben wir noch gesagt, Mensch, so viel Geld wie wir haben, das läuft ja richtig gut. So. Gesundbrunnen, Fahrplan. Der kommt gleich, der muss dann gleich hier durch, dadurch, dadurch. Und dann kann der da langfahren, okay. Streckenballer. Ja. Strecke freigeben. Und dann kann er da runterhirschen. Strecke freigeben. Und wenn er wieder da ist, dann nehmen wir den einen anderen Vertrag hier an um 16 Uhr, der dann auch stündlich hoffentlich kommt. Dann müssen wir gucken oder hoffen, dass er endlich stündlich kommt. Aber wenn er halbstündlich kommt, dann fährt er uns hier quasi in die Parade. Das finde ich so gut. So, jemand Nahverkehrszug. Das können wir auf jeden Fall machen. Den können wir auch annehmen. Der ist von der Geschwindigkeit geht annehmen. Hier haben wir die schon schneller gemacht. Den werde ich jetzt auch akzeptieren, weil ich den... Das war der falsche. Ja gut, dann kommst du auf Level auf Gleis 3 an. Jo. Wo willst du hin? Charlottenburg. Du willst
willst wenden. Kannst du erst wieder nach da rausfahren. Bis dahin geht erstmal. Du kannst wenden. Jetzt habe ich den falschen Auftrag angenommen, ne? So. Freigeben die Strecke. So, dann kann die jetzt gerade gemacht werden. Gerade gemacht werden, freigeben die Strecke. Kommt er da an, wo er hinkommen soll? Du kannst wenden. So, Strecke ist freigegeben. So, Leistung 1900. Naja, gut, okay. 5 Züge, alle 60 Minuten akzeptieren wir erstmal. Und dann warten wir, bis der hier oben durch ist. Und dann müssen wir diesen anderen, den wir hier oben haben wollten. Oh, hier ist ein Güterzug nochmal. Nehme ich den erstmal an? Ah, ne, ich kann in Rudelim jetzt nicht so lange parken. Das ist aber nur eine Durchfahrt. Heerstraße parkt da ewig und dann will er bloß durchfahren. Um 17.13 Uhr. 17.13 Uhr. Kann ich hier irgendwie die Timeline verschieben? Nee. Der kommt halbstündlich anscheinend. Und der kommt stündlich. 17.13 Uhr wäre frei. Heerstraße hält. Nee, wir nehmen erstmal den an hier. Den können wir. Ah, der wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber er blockiert ziemlich viel. Er steht in der Heerstraße um dreiviertel Stunde rum. Da habe ich bloß einen einzigen. Von 16.19 Uhr bis sonst irgendwas. Heerstraße. Kann ich hier jetzt nicht. Achso, Fahrplan. Um 16.43 Uhr, das ist nah dran, ne? Kann ich nicht machen. Oder ich kaufe hier noch ein Gleis für diesen Zug. Den auf Gleis 1 einfach abstelle. Der kann auf Gleis 1 machen, was er will, und dann ist gut. Und dann kann er durchfahren nach Rudelim. Da kriege ich hier alle rausgefahren. Aber 17.13 Uhr, das ist Ewigkeiten hin. Ja, obwohl, da ist nichts los in der Zeit, ne? Er blockiert das Gleis eine ganze Weile. Nee, ich nehme nicht an. Nein, ich schmeiß jetzt auch weg. Ich dann noch dreimal drüber nachdenke. Wir akzeptieren das mit denen hier. Sehr schön, da ist gerade einer. So, der kann dann dadurch, dadurch, dadurch. Strecke freigegeben. Der sollte auch relativ schnell schon fahren. Das sollte eigentlich klappen. So, der ist raus. 4.900 verdient damit. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich das Stück Gleis hier schon beschleunigt habe. Ich glaube ja, ne? Das müsste auch schon. Da könnt ihr mal gucken. Oh, es ist gerade rot markiert, schade. Kann ich gerade nichts dran bauen, weil der Zug drauf steht. So. Dann wenden. Freigeben die Strecke. Müsste sich eigentlich ausgehen, dass er durchfahren kann, ohne dass ein anderer Zug jetzt da drunter in Mitleidenschaft gezogen wird. Da kommt erstmal keiner an. Da kommt erstmal keiner an und da auch nicht und hier unten auch nicht. Okay, der kann erstmal gut durchfahren. Ist da eine ganze Weile unterwegs, ne? Das ist ja wie 10 Kisten quasi. Und dann geht's ab. Nach oben durch. Und dann wird er jetzt wahrscheinlich mir sagen, dass er 5 Züge und dann hoffentlich stündlich. Weil bei halbstündlich könnte es passieren, dass der uns im Weg steht. So. 58% haben wir nur erreicht. Okay, ich hätte mehr erwartet, muss ich sagen. Okay, er bringt uns 3000. Ist okay erstmal. Kommt stündlich. Akzeptieren wir erstmal. Heißt, hier ist Fahrplan und da sind die beide dicht beieinander.
Warum sind die da so dicht beieinander? Achso, weil ich die auch so dicht beieinander jetzt hier raufgesetzt habe. Ja, okay, der eine fährt raus, der andere fährt rein. Okay. Okay, nee, das ist. Okay. Hm? Stimmt. Die sind wirklich dicht beieinander. Müsste aber trotzdem noch gehen. So. Dann haben wir hier Rutleben Heerstraße. Zielgeschwindigkeit, den könnte ich wirklich noch machen. Ist auf Rutleben Gleis 3 irgendwas los in der nächsten Stunde? Da ist was los. In einer halben Stunde. Wenn ich ihn jetzt akzeptiere, müsste der gehen. Der müsste auch gehen hier. Die Frage, ob der halbstündlich oder stündlich kommt. Wenn er stündlich kommt, geht der. Der geht. Der wird auch gut Geld bringen. Den probieren wir jetzt nochmal aus. Habe ich mich schon wieder verlesen? Ich dachte, das. Oder habe ich den falschen angeklickt? Da komm, ich komme da noch nicht mit drauf klar. Also das Gleis ist ja dann hier richtig gut besetzt hier. Weiß ich nicht, ob ich mich da schon wieder verlesen habe hier. Aber Gesundbrunnen haben wir jetzt auf jeden Fall. Da haben wir jede Menge Züge drauf. So, alle 60 Minuten 5 Züge akzeptieren. So. Wenn wir jetzt hier mal Gesundbrunnen den Fahrplan angucken. Eieieiei. Okay, gut. Das sind zwei, die da unten hinführen und einer, der da hinführt. Da müssen wir mal wissen, welcher das ist. Das müssen wir uns anklicken. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Aber hatte ich hier nicht irgendeinen mit... Den ich haben wollte? Obwohl, nee, der 82-Kammer, das ist ein Güterzug. Schon wieder der Gesundbrunnen, Heerstraße, Gesundbrunnen. Das ist von hier oben. Nein, da oben kann ich jetzt gerade nichts mehr annehmen. Das kann ich auch nicht mehr annehmen. Nein, kann ich auch nicht mehr annehmen. Rutleben, Heerstraße, Rutleben. Rutleben, Heerstraße, Rutleben. Der bringt uns jedenfalls mehr Geld. Geld haben wir auch. Wir könnten theoretisch die Strecke ein bisschen schneller machen. Probezug. Ich weiß nicht, ob ich in Konflikt gerate mit den anderen. Wenn ich jetzt losfahre, könnte es sein, dass ich in Konflikt gerate mit den anderen, ne? 20 Minuten Fahrt. Das sind die beiden. Wann fahren die denn hier oben los? Das ist der gerade reinkommt. 602 fährt los kurz vor 40. Und kommt hier unten an. 43. Okay, dann könnte man den hier wirklich jetzt noch da mit hinschicken und von da wieder wegschicken. Das müsste in der Zeit drin sein. Oh, oh, oh. Aber wir probieren es einfach mal. Wir akzeptieren es mal. Setzen den in Rotleben auf Gleis 3 ab. Werden vorher nochmal beim Bauen Geschwindigkeit ändern. Und so reines Kapital, okay. Kann ich mitnehmen mit der Meldung. Und dann werden wir jetzt hier die Weiche einstellen und dann die Strecke freigeben, Und dann kann er da reinfahren und dann müsste der relativ schnell unterwegs sein. Und dann müsste der das eigentlich von der Zeit her schaffen, wieder rausgefahren sein, bevor der Zug hier oben los will. Momentan ohne Signal, ohne Zwischensignal. Naja, mal gucken, ne, ob das klappt. Wir werden sehen.
So, dann kommt der Zug hier an. Der möchte ganz gerne nach Charlottenburg. Das ist ja einfach. Einfach geradeaus durch. So. Dann dich wenden. Strecke freigeben. Kannst erstmal zurückfahren. So. Also es macht schon einen Unterschied, ne? Die Geschwindigkeit, das sieht man wirklich. Und man sieht auch hier dieses 10er-Stück, deswegen habe ich bei dem anderen bloß 47% geschafft. Weil ich hier dieses ganz lange Stück natürlich noch langsam war. Das ist natürlich nicht gut. So, dann machen wir jetzt eine normale Geschwindigkeit oder fünffach hier erstmal. Oh, ich muss den wenden lassen hier, sonst wird das nichts. Und die Strecke freigeben. Sonst kriegen wir da Ärger mit dem Zug. Kann immer noch Ärger geben mit der Kreuzung, also dass das dann hier irgendwann nicht so richtig funktioniert. 64% haben wir erreicht, immerhin. 53 km/h Laufgeschwindigkeit. 3300 bekommen wir dafür, das akzeptieren wir, das alle 60 Minuten. Sollte sich jetzt so ausgehen, dass der hier an der Heerstraße vom Fahrplan her nicht allzu häufig belegt ist. Und ja, Gesundbrunnen, der hat jetzt natürlich ordentlich zu tun. Da haben wir 3 Verträge drauf laufen, glaube ich. So, momentan haben wir sehr, sehr viele neue Verträge hier am Laufen. Zweimal habe ich mich verklickt oder verguckt, wie auch immer man das sagen möchte. Also ist auf jeden Fall einmaliger Intercity wäre hier ein neuer Vertragstyp. Bahnsteigwechsel. Bahnsteigwechsel im Fahrplan. Neues Bedienelement. Ach, neues Element Depot. Vertragstyp, richtungsabhängige Verträge. Automatisierung des Depots. Das weiß ich noch nicht. Rot zu grün, grün zu rot. Hm. Automatisierung. Züge wenden automatisch. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Automatischer Richtungswechsel. Abfahrtsensor. Bahnsteigzuweiser. Fahrstraßenspeicher. Permanente Fahrstraße. Fahrstraßensensor. Was gibt hier? Befehlskette. Neues Bediensystem. Verknüpft Befehle mit automatischen Signalen. Okay. Steuerelemente, Fahrdienstgleiser, Bahnhoflimit erhöht auf 7 Bahnhöfe. Da bin ich noch nicht. Verbessertes Gleisausbau. Oh, Entschuldigung. Tunnel wären auch schön, ja. Dass man so ein paar Sachen untertunneln kann. Ah. Hier ist auch die Frage, was man da so braucht. Eieiei, also bei der Forschung bin ich mir echt unsicher. Aber Bahnsteigwechsel klingt eigentlich auch erstmal nicht schlecht. Depot, neue vertragsübrigungsabhängige Verträge. Richtungsabhängige Verträge. Hm. Wiederkehrende Verträge, einmaliger Güterverkehr, einmaliger Fernverkehr. Verträge aus dem Depot. Nutzen Erfahrungspunkt, diverse Verbesserung freizuschalten. Klick auf die Verbesserung für mehr Details. Also der Bahnsteigwechsel. Aktiviere die Schaltfläche Anpassung im Detailfenster. Zug Bahnsteig ändern. Die Änderung betrifft den nachfolgenden Zug von wiederkehrenden Verträgen. Dient zur Optimierung des Verkehrs im Bahnhof, nachdem weitere Bahnsteige gekauft wurden. Also da kann ich dann einfach umschalten. Das klingt erstmal nicht schlecht. Was sind aber richtungsabhängige Verträge? Das Depot kann über das Baumenü gebaut werden. Nach dem Bau werden richtungsabhängige Verträge zu den Bahnhöfen ohne Rückfahrt angeboten. Sobald ein Depot in der Nähe eines Bahnhofs gebaut wurde, können richtungsabhängige Verträge ohne Rückfahrt zu diesem Bahnhof angenommen werden. Aha. Fertige Züge sollen im Depot abgestellt werden, für andere richtungsabhängige Verträge wiederverwendet werden. Züge, die von einem Depot abgefertigt werden, generieren rote Forschungspunkte. Oh. Oh. Klingt auch nicht schlecht. Automatisches Wenden. Option automatisches Wenden erscheinen in Detailansicht der Bahnhöfe. Die Bahnsteige mit Kopfgleisen. Nur von einer Seite angeschlossen, werden Züge automatisch, sobald sie angehalten haben. Aha, Wendenzüge. Nach der Freischaltung global aktiv, kann aber für jeden Bahnhof individuell deaktiviert werden. Weise Kopfgleise zu, um alle Züge zu disponieren, die im Bahnhof wenden sollen. Nutze durchgehende Bahnzüge für die, die nicht wenden sollen. Mit verbesserten Bahnsteigwechsel kannst du den Verkehr am Bahnhof optimieren. Kombiniere das Feature mit dem Bahnsteigzuweiser, um die Hände frei zu haben. Ist nicht wahr?
Nachdem Sie mit einem automatischen Signal eine Fahrstraße erstellt haben, wird automatisch das folgende automatische Signal ausgewählt, an der Stelle fortgesetzt werden kann. Auf diese Weise besteht das Erstellen langer Routen nur aus der Auswahl des ersten automatischen Signals und zum Anklicken anderer Abschnitte entlang der Route. Wart nur einen Klick für jede Fahrstraße, das jeden Tag 10 Klicks ausmacht. Schon mal vorgelesen, ne? Fahrstraßenspeicher, dass er sich das merkt, vielleicht für einen Zug oder sowas, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Manno! Also die Möglichkeiten sind mannigfaltig und ich weiß nicht, welche die beste ist. Gut, wir werden erstmal, ich glaube, ich werde bei den Verträgen erstmal den Bahnsteigwechsel nehmen und Ankunfts- und Abfahrtzeiten verschieben. Ich glaube, das ist hier erstmal schon mal ganz gut. Erstellung Nahverkehr ist ein neues Element. Erstelle eigene Verträge für den Nahverkehr. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Ein Depot ist auch nicht schlecht, glaube ich, wenn wir das erforschen beim nächsten Mal damit. Ich nehme erstmal den Bahnsteigwechsel. Dann kann ich problemlos die Verbesserung Bahnsteigwechsel machen im Detailfenster. Also kann ich jetzt dem sagen, dass ich jetzt hier in Heerstraße, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, da kann ich den Bahnsteig nicht wechseln. Aber bei ihm könnte ich jetzt kann ich jetzt hier irgendwo Fahrplan anpassen. Ah ja, hier könnte ich den Fahrplan anpassen und könnte sagen, dass er einen Routling woanders hinfahren könnte. Gut, ja. Also, das kann ich dann wieder machen, wenn ich mal wieder so einen Blödsinn mache und mir da irgendwo so einen Güterzug reinstelle. Ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dann könnte ich jetzt wirklich sagen, ich mache Rutleben einen Güterzug, der da eben stehen kann, oder einen Charlottenburg, der kann da stehen. Wenn er jetzt von Gesundbrunn losfährt und nach Charlottenburg will, dann ist ein Gleis hier blockiert und dann kann ich quasi dann sagen, Mensch, jetzt geht's dann fahr doch aufs andere oder so. Ja, das klingt schon gar nicht so schlecht. Kann ganz brauchbar sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.